Ja, jetzt habe ich gerade festgestellt, wenn ich hier so lenke, dann sitzt, also nach da geht's, aber man hat auf jeden Fall irgendwie eine. So, es muss richtig, richtig sitzen, muss das hier. Jetzt. Aber kommt immer hier gegen, dieses kleine Stückchen muss da weg. Muss ich mal gucken, wie ich den dann da wegkriege. Vom Kummer ist noch ein bisschen Platz. Ja. Also besser kriege ich das wirklich hier nicht hin. Aber mal gucken, ich habe ja noch hier noch nicht festgezogen, sehe ich gerade. Das müsste auch, glaube ich, 13 oder 15 sein. Mal gucken. Vermute mal 13. Ja, 13. Das war gerade eine richtige Katastrophe. Eine richtige Katastrophe. Also, das. Aber es geht gerade rein. Die Schraube geht, Bolzenschraube geht gerade rein. Das sind einfach nur diese Winkel, die so ein bisschen. Ach ja, weil die Winkel da drin, die sind so und dann, wenn die Schraube reingeht, dann ziehen sie sich ein bisschen auseinander. Okay. Das ist ja nicht mehr viel, was da ist. Nicht mehr viel. Jetzt hat sie sich auch in ihre Position hingedrückt durch das Festziehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Aber nicht so, wie es eigentlich sein soll. Ja, mal gucken. Sitzt einfach zu hoch. Okay, das ist normal, gut. Nee, dann ist alles richtig. Scheint das alles so richtig zu sein. Mehr kriege ich den da auch nicht runtergedrückt und nicht hingedrückt oder sonstiges. So,
schleift nichts oder sonst irgendwas, das ist gut so. Dann kann das ja hier so bleiben. Hier ist okay, ist gut. Kann so bleiben. Funktioniert alles auch gut. Okay. Dann versuchen wir jetzt mal die Strebe da unten hinzubauen. Also ich könnte mich auch irren, wenn alles doch, aber das ist unmöglich so. Gut, dann biege ich das gleich nochmal schnell. Dieses kleine Ding muss gerade gebogen werden, sonst passt das nicht. Mache ich jetzt mal eben hier so. Ja. Kein Hexenwerk hier. Ich kann mich noch daran erinnern, dass letztes Mal hier ein Schraubstock gewesen ist. Nur diesmal irgendwie nicht. Doch nicht so billige Scheiße, was hier war. Mal noch irgendwas zum drunterlegen. Ihn hier. Machen wir so eine Styropormatte hier oder was das hier ist. Das muss ja nicht viel sein, das ist ja nur so ein bisschen. Oh ja, jetzt hat sich was getan. Guck mal. Noch ein bisschen gerade biegen. Ja, einfach hier was drum machen, auf diese Arbeitsplatte legen, festhalten und ein bisschen runterbiegen. Vorsichtig, versteht sich. Nicht mit arg viel Gewalt. Ne? Und mit der anderen Hand von der Tischkante ab runterdrücken. Ganz vorsichtig. So, das war jetzt ein bisschen viel. Wir biegen jetzt noch mal ein bisschen zurück. So, so jetzt. Jetzt ist die Kerzen gerade. Diesmal haben wir es besser hinbekommen. Jetzt hoffen wir, dass es da unten auch besser klappen wird mit der Verschraubung. Na gut, ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich das bei der ersten Seite gemacht habe. Dann wisst ihr jetzt, dass ich es bei der zweiten ein bisschen besser jetzt kann. Man hat ja nach der Zeit ein bisschen Übung, ne? Und ja, das ist halt immer so eine Sache hier, ne? Wo stellt man die Kamera hin? Wo macht man dies hin? Wo macht man das hin? Alles nicht so einfach. Und dennoch funktioniert es. Kann aber sein, dass wir trotzdem noch ein bisschen etwas biegen müssen. Ich weiß es noch nicht. Ja, damit habe ich vorhin ein bisschen die Schrauben und Muttern sauber gemacht. So, Nuss, das und das gute Öli zum Ölen, zum Reinigen.
kann ich nur empfehlen. Diese Marke hier. So, das war 13er, ne? 13er hatten wir vorhin gehabt. So, jetzt wird das fette Schwein, also ich, mal gucken. Hier ist der 13er. Ah, schauen wir mal, was wir hier machen können. Und was nicht. Aber die sieht hier nicht so dreckig aus wie die andere. Naja, es könnte ein bisschen besser gehen. Ob 13, ja, habe ich. Lösen. Muss ich echt mal sauber machen. Da hat sich ja echt viel Dreck gesammelt. Oh. Gut, dann erstmal ohne Gegenzug kontern. Da ist einfach nur so viel Dreck hinter. Also so von den ganzen Fahrereien. Dass der Maulschlüssel auch nicht so halten möchte, wie er soll. Oder man einfach hier beschissen hinkommt. Aber. Komm schon, geh doch da mal hin, pack doch die blöde Mutter. So, jetzt verdrehe ich mir hier gleich die Arme. Ich habe hier weniger Platz als wie drüben. Mal gucken jetzt. Aber von der Hand wird sie dich noch nicht lösen, ne? Ne, will sie noch nicht. Die denkt sich noch so, oh. Die denkt sich bestimmt so, die Mutter. Seit so und so vielen Jahren hat sich keiner um mich gekümmert. Also bleibe ich noch ein bisschen hier kleben. Ja, klar. Ugh.
Das ist einfach unglaublich, ey. Wirklich unglaublich. Jetzt, mal gucken, jetzt habe ich noch eine bessere Position gefunden. Jetzt hat sie verloren. So. Junge, Junge, Junge. Na komm, geh doch da mal ein bisschen ins Loch rein. Ey, das ist wirklich die... Dahinter auch so ein bisschen, ne? Ja, dahinter springen wir auch noch ein bisschen, zack. Ein bisschen so reinigen. Dann mache ich das meistens immer so, ich packe die jetzt hier so drauf. Dann sprühe ich sie hier so ein bisschen ein. Ein bisschen den Kopf hier oben sauber machen. Und den Rest so ein bisschen. Ist das wiederverwertbar und wieder benutzbar. Ja, zack, den Boden ein bisschen Dreck abklopfen, nochmal einsprühen, so läuft der Dreck ab und hier das gleiche mit der Mutter auch. Auch noch ein bisschen der Dreck abdingst und jetzt noch die Springmutter. So, wo ist mein Lappen? Hier, den brauche ich nämlich jetzt mal. So, ist mal da drüben aufs Brett hingepackt. Huch. Tja. Ja. Man kriegt sie tatsächlich wieder so ein bisschen schön hin. So ein bisschen. Ist da noch was zwischen? So. Zack, ist jetzt auch wieder schön. So. Ach ja. Ich auch ein bisschen was für meine Hände hier nehmen.
geil. Ich feiere das hier richtig. Hier hat er ja ein bisschen was rausgelassen. Vom Spritschlauch können wir gleich eben zum Sauber machen. Aber auch hier, Benzin eignet sich gut für die Hände. Und für andere Sachen. So. Warum habe ich ein Gefühl, dass das was wird, aber auch gleichzeitig nichts wird? So. Die Seite, die habe ich so perfekt gemacht, dass ich mich jetzt gar nicht mehr traue, die zu verbauen. Die habe ich perfekter gemacht als drüben. Drüben tatsächlich, gebe ich auch ehrlich zu, habe ich es nicht so leicht gebogen bekommen wie hier. Jetzt muss ich mal gucken. Die habe ich nach innen verlegt. Gut, das ist ja das, was ich wissen wollte. Nach innen. Boah, Kamera wackeln hier. Nee, da stimmt was nicht. So, ich muss mal ein bisschen gebogen werden. Oh, hier fliegt überall der Müll. Wo ist meine Zange? Ich kann es auch ein bisschen mit der Hand biegen. Ist ja nur so ein Millimeter gewesen jetzt. So. Muss ich erst selber mal gucken. So, so sitzt die andere auch hier. Umdrehen bitte. Oh. Die wollen doch, dass man diese Scheißdinger biegt. Und dann passen sie noch nicht mal. Ich werde hier wahnsinnig mit diesen Dingern. Ich muss die mal ganz kurz biegen, Leute. Das ist echt ein Fass ohne Boden hier. Oh, Chaos pur.